Ich versetze jetzt diese Stimmgabel in Schwingung. Diese Schwingung überträgt sich dann durch die Luft auf diese zweite Stimmgabel. Ich stoppe hier. Und da ist ein ganz leichter Ton zu hören. Nochmal. Ich hoffe, dass man das so hören kann. Nochmal. Ton braucht ein materielles Medium, um sich auszubreiten. Die Schwingungen werden auf die Teilchen vom Medium übertragen, so dass sie sich wellenartig ausbreiten können. Ton kann sich also im Vakuum, in der Leere, zum Beispiel im Weltall, nicht ausbreiten. Ton breitet sich wellenartig und nicht geradlinig aus. Hier eine Seitenansicht von einer Welle und hier die entsprechende Sicht von oben. Für unsere Zwecke reicht dieses Wellenmodell. Eine Tonwelle bewegt sich gleichmäßig, das heißt, dass sie in gleich langen Zeitabständen gleich lange Strecken zurücklegt. Wir drücken die Zeit t in Sekunden aus. Bei einer gleichmäßigen Bewegung ist die Geschwindigkeit v die Länge d der zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit t. Wir haben also die Formel Geschwindigkeit v gleich zurückgelegte Strecke d geteilt durch die dazu benötigte Zeit t. V gleich d auf t. Und demzufolge drücken wir eine Geschwindigkeit v in Meter pro Sekunde aus. So. Die Geschwindigkeit vom Ton ist hauptsächlich abhängig vom Ausbreitungsmedium. Zum Beispiel, die Geschwindigkeit vom Ton in der Luft beträgt ungefähr 340 Meter pro Sekunde. Im Helium sind es 981 Meter pro Sekunde. Im Wasser sind es 1450 Meter pro Sekunde und so weiter.